Guten Morgen. Der Sonne entgegen. Heute bin ich mal wieder auf dem Trip zum Angeln. Mein Ziel heute ist Angeln an kleinen Gewässern. Gleich große Fische. Mal sehen. Am Bach angekommen. Oh, hier war ich schon seit anderthalb Jahren nicht mehr und habe leider feststellen müssen, dass der Bach komplett zugewachsen ist. Also wird es relativ schwierig hier zu angeln. Habe mich umentschlossen, an den kleinen Fluss zu fahren. Hier ist im Prinzip, das ist noch der Bach von eben, nur weiter unten. Hinten an der Baumkante, dort irgendwo muss der Fluss sein. Das werde ich nachher erkunden. Jetzt werde ich erstmal hier ein-, zweimal die Stelle abblinkern. So, ich bin am Alter Mann gekommen und an dem kleinen Fluss, der daran vorbeifließt. Ein bisschen bereue ich es schon, dass ich die Wildfischangeln im Auto gelassen habe, weil hier ist gut Bewegung auf der Wasseroberfläche. Aber mal gucken, ob wir mit Kunstködern auch irgendetwas überlistet kriegen. So, das war genug mit Kunstködern. Ich habe jetzt eine gute Stunde lang versucht, irgendeinen kleinen Raubfisch zu überlisten. Man sieht ab und zu, dass gejagt wird, aber es ist nicht so extrem. Ich hatte zwei kleine Anfasser. Das eine kann auch Kraut gewesen sein, aber der eine war definitiv ein Biss, weil man das auf dem Gummifisch sehen konnte. Ja, jetzt werde ich hier alles zusammenpacken und dann Richtung kleinen Teich verlegen. Thank you.
So, ich bin an dem kleinen Teich angekommen, den ich jetzt beangeln möchte. Oh, ich bin gespannt, was hier alles drin ist. Es ist schon eine ganz, ganz lange Zeit her, dass ich hier war. Ja, damals hatte ich zumindest einen Hecht und einen kleinen Karpfen und ein paar Plötzen. Deswegen bin ich gespannt, was es heute so alles wird. Ich freue mich richtig. Also, das Wasser ist ziemlich trüb. Ein bisschen Bewegung ist auf der Oberfläche, aber nur Kleinkram. Die Größe ist ungefähr 50 x 50 Meter. Und ich versuche jetzt einfach mein Glück. Ich muss nur gucken, wo ich mich hinsetzen werde. Den ersten leichten Biss hatte ich schon. Beide Posenangeln sind draußen mit Mais und Wurm bestückt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich die Stelle gleich nochmal wechseln möchte. Weil hier der ganze Oberflächen Schmutz rüberdrückt und mir immer die Posen von links nach rechts schiebt. So, mein erster Fisch. Ich wollte gerade wechseln. Ein kleines Rotauge. Die Angeln sind jetzt schon eine Weile im Wasser. Vereinzelt habe ich einige Bisse. Meistens fehlt immer nur ein Maiskorn. Jetzt werde ich gleich ein bisschen mit Köderfisch angeln. Mal gucken, weil das Wetter ist eigentlich nicht schlecht. Durch den ziemlich starken Wind ist die Oberfläche gut bewegt. Und mal schauen, ob das erfolgreich wird. Ich hatte gerade einen schönen Biss auf Mais. Den habe ich leider nicht setzen können. Der Wind frischt weiter auf. Wir haben jetzt wahrscheinlich im Mittel schon, wo es nicht geschützt ist, eine 5. Böen bis zu 7 hoch. Ja, mal gucken, was das noch bringt. Was für eine schöne große Rotfeder. Wow. Ja, eine 27er. Bis auf Hecht. Oh ja, das ist was Größeres. Wow. Schöner großer Brassen. Jetzt gucken, ob ich den eingelöffelt kriege. Ein schöner großer Brassen. Er ist der kleine Barsch und jetzt der innerhalb weniger Sekunden. Die Köderfisch geht auch gerade ab wie Sau. Mal gucken, ob jetzt was dran ist. Wahnsinn! Ein schön 74er, 75er Hecht. Das waren gerade verrückte 5 Minuten. Er ist der kleine Barsch, der nicht der Rede wert war. Dann anschließend die Bleie, also die Braxe mit knapp 45. Und dann der 75er Hecht. Alles innerhalb weniger Augenblicke. Nicht schlecht.
Nur mal um zu verdeutlichen, wie stark der Wind gerade ist. Also, kleine Teiche, große Fische, definitiv. Mir ist gerade wieder eine ziemlich große Rotfeder eingestiegen. Mal gucken, wie groß sie ist. Und die ist jetzt fast 30. Also, sehr schön. Da ist die nächste Rotfeder. Jetzt Schlag auf Schlag und da ist die nächste. Nicht ganz so groß, aber wieder ordentlich. Die nächste große Rotfeder, die dürfte auch wieder so an die 30 sein. Und die nächste. Ja, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg. An diesem Gewässer war ich im Frühjahr einmal angeln. Hier sind hauptsächlich Karauschen und Schleien drin. Ich wollte jetzt einfach mal gucken, wie der jetzt so aussieht. Vielleicht komme ich hier noch mal hin dieses Jahr. So, das war's für heute. Ich bin auf dem Weg Richtung Heimat. Der Tag war heute aus meiner Sicht sehr, sehr schön und erholsam. Am kleinen Bach war nicht wirklich Platz zum Angeln, der war komplett zugewachsen, wie ihr gesehen habt. Am kleinen Fluss auf Kunstköder hatte ich einen Biss zumindest, aber sonst war da auch nicht viel. Und am kleinen Teich, ja, das war schon ein bisschen erfolgreicher. Herauszuheben ist hier der Hecht mit 75 cm, das war ordentlich, der auf die kleine Büste eingestiegen ist. Dann hatte ich noch ein paar kleine Plötzen, eine ganze Menge große Rotfedern. Und eine große Bleie. So, das war's für heute und wir sehen uns dann am nächsten Gewässer.